Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Shogun 2 Total War mit den Takeda. Wir sind weiter dabei, unsere Wirtschaft zu stärken. Wir haben überall Märkte ausgebaut und auch die Terrassenbauten. In Sagami haben wir jetzt einen neuen Platz für einen Markt. Ansonsten, hier können wir nochmal den Terrassenbau errichten. So, sonst bleibt kein Geld übrig. 4000 Koko sind schon in Ordnung, aber das reicht auf jeden Fall nicht für die Reichsteilung. Da müssen wir besser vorbereitet sein. Gut, ja. Dann können wir eigentlich nur die Runde beenden, ansonsten nichts. So, die Armee verstecken wir. Obwohl die Mogami uns jetzt ziemlich friedlich gesinnt sind. Ich glaube nicht, dass sie angreifen würden. Plus 47 ist wirklich sehr gut. Tut mir sogar fast schon leid, dass ich sie angreifen werde. Sobald die Reichsteilung beginnt, aber was soll's. So läuft das halt. Außerdem kann es nur einen roten Clan auf der japanischen Insel geben. Drohender Angriff von den Shoni. Hä? Wieso das denn? Ja, okay. Anscheinend haben sie keinen anderen Ausweg, um sich zu vergrößern. Aber was soll's. Haben mich jetzt... Oh, hier ist sogar schon die Flotte. Okay, das ist natürlich ziemlich gefährlich. Eine ziemlich geschwächte Flotte. Sie hatten wohl schon einige Kämpfe hinter sich. Auf beiden Flotten haben sie Armeen. Oh, das wird echt okay. Aber zum Glück landen sie genau dort, wo auch unsere Armee steht. Ich glaube, ich verstecke einfach mal unsere Einheiten hier. Und ich baue Fukushima aus. Sollten wir sowieso ausbauen, also die Position ist strategisch sehr wichtig. Wir haben wieder Geld für Terrassenbauten. Wo gibt es noch keine? Hier gibt es noch keine. In Noto auch nicht. Noto heißt es so? Ja, okay. Achso, wir haben jetzt sowieso kein Geld mehr übrig. Unser Einkommen wächst weiter. In 6 Runden haben wir die Kunst erforscht. In 2 Runden ist die Festung ausgebaut. Ja, wir können eigentlich nichts anderes machen, als weiter zu warten, dass sie uns angreifen. Ja, ich hoffe mal, sie greifen Fukushima an und nicht Hitachi. Hitachi wäre ziemlich ungeschützt. Okay, sie erklären uns den Krieg, aber das habe ich eigentlich nicht anders erwartet. Ich werde nicht um Beistand bitten. Ich habe einfach... möchte nicht riskieren, dass uns die Verbündeten absagen. So, wir können leider keine weitere Provinz einnehmen. Die Truppen sind anscheinend gelandet. 2 Invasionsarmeen, die haben sich wohl versteckt. Ja, ich denke mal, wir warten hier weiter. Unsere Festung wird wohl ausgebaut sein, bis sie uns angreifen. So, wir haben jetzt wieder etwas Geld. Soll ich jetzt die Terrassenbauten auch ausbauen? Die sind ziemlich teuer. Ich würde vielleicht doch lieber erstmal die Straßen ausbauen. Wir haben ja genug Nahrung. Die Straßen würden auf jeden Fall Städtewachstum bewirken, was sich dann positiv auf die Steuern auswirkt. Außerdem können unsere Einheiten dann schneller marschieren. Die gegnerischen natürlich auch. Ah, stopp mal, wir können hier nochmal die...
Die wertvollen Güter können wir weiter ausbauen. In Fukushima wahrscheinlich auch. Ja. Wie sieht es in Kai aus? Ne, da brauchen wir die Kunst. Ich denke mal, dass sie jetzt angreifen, die Shoni. Was heißt angreifen? Sie werden marschieren. Wir haben uns ja versteckt. Ich hoffe mal, dass wir sie abfangen. Gegen zwei Armeen haben wir eigentlich keine Chance. Aber die Truppen werden ja nacheinander bewegt. Also ich denke mal, dass wir zuerst die erste Armee abfangen können und dann die zweite. Dann die zweite natürlich nicht mehr mit einem Hinterhalt, aber... Okay, da stehen die beiden Armeen. Das heißt, sie werden erst in der nächsten Runde weiter vorrücken. Takeda Kanemune. Halt mal. Ah ne, hier. Ich dachte gerade, der sieht ja genauso aus wie der andere. Dann haben wir hier schon zwei Generäle. Die Festung wurde auch ausgebaut. So, was können wir denn hier errichten? Sake-Schenke wären nicht schlecht. Es bringt auch Wohlstand. Außerdem können wir dann Ninjas ausbilden. Wir könnten auch einen Markt errichten, aber... Nee, lieber hier die Sake-Schenke. Gut. Die Festung wird in einer Runde ausgebaut. Wir haben jetzt immer noch ein bisschen Geld übrig, dann bauen wir jetzt aber die Straßen aus. Am besten hier in den zentralen Regionen wie Kai und Kosuke und Shimotsuke. Ach, hier ist sogar die Poststraßen gibt schon. Was gibt's denn noch weiter? Kaiserliche Straßen. Na gut, so weit wollen wir nicht gehen. Ihr seht, ich gebe jetzt alles Geld aus, einfach nur um das Einkommen in der Zukunft zu steigern. Gut, es hat geklappt. Sie laufen in unseren Hinterhalt. Die Armee ist schon nicht schlecht, also sie haben viele Naginata-Samurai. Ja, ich glaube, es wird schon gehen. So. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich meine Armee aufteilen soll. Weil so stark sind die Truppen ja nicht. Wenn wir sie aufteilen, wäre das ziemlich riskant. Wenn wir von einer Seite angreifen, dann... Ja gut, dann ist der Feind natürlich nicht mehr so im Nachteil. Wir können sie auch hier so im rechten Winkel aufstellen. Also hier auf der Seite und auf der hier. Weil wenn wir sie ganz aufteilen, ich glaube, das Risiko wäre ein bisschen zu groß. Ja, ich glaube, wir machen so. Ja. Gut, dann würde ich einen Teil der Bogenschützen hier aufstellen. Wir stellen die Bogenschützen mal hier an der Ecke auf. Die Speerkämpfer hier am Rand, weil sie haben ja auch viel Kavallerie. Können die Bogenschützen auch in der losen Formation aufstellen. Ein paar Speerkämpfer stellen wir weiter nach hinten. Für den Fall, dass die Kavallerie versucht uns zu flankieren. So, sie werden sich natürlich hier aufstellen. Jetzt haben wir natürlich keinen mehr so großen Vorteil. Weil wir uns ziemlich weit aufgestellt haben. Aber ich will einfach nicht das Risiko angehen, dass wir zu schwach werden, dadurch, dass wir uns aufteilen. Und ja, los geht's. So, oh, die bewegen sich schon ziemlich schnell. So, wir stellen unsere Armee hier auf. Unsere Bogenschützen, meine ich. Ich will hier
alle Wege, um uns zu flankieren, schließen. So, vielleicht sollten wir die Infanterie auch hier ein bisschen weiter nach links bewegen, damit die Bogenschützen geschützt sind. So, sollen wir die lose Formation benutzen? Müssen wir eigentlich nicht. Ja, ich glaube, sie werden einige Bogenschützen vielleicht erwischen. Und einige Ashigaru-Einheiten. Aber was soll's. Ah doch, wir konnten sie eigentlich ziemlich abfangen. So, der Rest der Kavallerie wartet hier drüben. Gut, wir konnten sie zurückschlagen. Ja, wir beschießen da unsere eigenen Truppen ziemlich. Okay, vielleicht sollten sie aufhören zu schießen. Ziehen sie sich etwas zurück? Ne, sie stellen sich auf. Gut, dann... ja, ist der Vorteil des Hinterhalts natürlich weg. Aber das ist in Ordnung. Ich denke mal, dass die... nee. Die Kavallerie ist nicht mehr versteckt. Dann... gut, dann rücken wir vor. Gut, die restliche Kavallerie haben wir auch abgefangen. Aber wir haben schon ziemlich viele Einheiten verloren. Aber die haben natürlich nur leichte Kavallerie, das heißt... es bringt ihnen nicht viel. Wir stellen hier die Yari-Wand auf. So, rasches Vorrücken. Hier brauchen wir die Yari-Wand eigentlich nicht. Ach, ich hab vergessen. Schon wieder das... warum schießen sie denn nicht? Ich glaube, sie müssen noch weiter vorrücken. Ich vergesse immer wieder, das automatische Feuern wieder anzustellen, nachdem ich es ausgemacht habe. Nein. Ah, verdammt. Verklickt. Ja, schön in unsere Yari-Wand rein. So, jetzt aber wieder aufsitzen, bevor die Pferde weg sind. Ja, ich glaube, wir schaffen's. Mit ziemlich wenigen Verlusten auch. So, ja, die Ashigaru, die halten sich ziemlich wacker. Immer noch. Nicht schlecht. So, mit denen können wir von der Seite angreifen. So, jetzt sind sie aber weg. Hm, das sind... Naginata-Samurai. So, jetzt können wir vorrücken. Mit denen auch. Huch, stopp. Wo laufen die hin? Wir können die Yari-Wand hier auflösen und weiter vorrücken.
Ja, das haben wir geschafft. Es sind ziemlich viele entkommen. Na gut, noch ist es nicht zu spät, sie einzufangen. Dann tun wir das mal schnell. Ja, wir haben gewonnen. Das ist wirklich ein sehr klarer Sieg. Wer ist denn hier noch in der Yardiwand? Ah, hier. Ah, wen sollen wir lieber verfolgen? Ja, das ist wirklich schade. Es sind sehr viele entkommen. Aber eigentlich ist noch ein ziemlich weiter Weg. Wir können die abfangen. So. Ja, hier haben wir genug getötet. Ah, verdammt. Ja, das ist wirklich schade. Aber was soll's. Ja, ich glaube, das war's. Mehr können wir nicht machen. Hauptsache ist, dass wir selbst nicht zu viele verloren haben. Also wir haben schon herbe Verluste erlitten, aber ich glaube, wir haben keine Einheit verloren. Nee, okay. Also wir haben schon ziemlich viele Leute verloren. Und konnten den Feind nicht ganz auslöschen. Na gut. Oh. Die Uchi greifen uns an mit einer Invasion, die ich nicht erwartet habe. Ja, da können wir nichts machen. Gut, das heißt, wir haben die Region verloren. Shimosa. Ah, das ist ärgerlich. Die Invasion habe ich nicht ganz erwartet. Ich wundere mich immer noch. Die Uchi werden gerade richtig auseinandergerissen. Warum greifen sie uns an? Sie haben nur noch 4 Provinzen übrig. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Gut, die Shoni haben uns hier nicht angegriffen. Das heißt, wir können uns hier nochmal verstecken. Und die zweite Armee in den Hinterhalt locken. Die Frage ist, ob wir die überhaupt schaffen. Also unsere Bogenschützen sind ja immer noch bei voller Stärke fast. Wir könnten uns auch hier verstecken. Nee, ich glaube nicht. Wir könnten die hier angreifen. Oder wir verstecken uns. Ich glaube lieber, wir greifen die hier an. Weil die Sache ist, wir könnten diese kleine Armee hier können wir auf jeden Fall abwehren. Also sie ist nicht so klein. Aber wir haben hier eine ordentliche Garnison und wir haben die Festung ausgebaut. Na gut, es kommt also ein Samurai-Gefolge und einmal Yari Ashigaru dazu. So, wir haben jetzt noch einen Bauplatz. Ja, okay. Eigentlich brauchen wir jetzt gerade nichts. Wir können die Sargeschenke hier bauen. Aber ich greife lieber erstmal hier die Armee an. So, das lassen wir automatisch schlagen. Wann steigt der eigentlich wieder auf? Okay, noch eine Schlacht. Wir verstecken uns. Gut. Sie könnten uns angreifen, vielleicht noch nicht, aber sie würden das nicht schaffen. Gut, bauen wir hier die Sargeschenke oder was machen wir? Stelle, Schwertschule, Bungdojo. Ja, ich glaube schon. Mir fällt eigentlich gerade nichts Besseres ein.
So, wir müssen uns jetzt hier um die Armee kümmern. Wen schicken wir denn da runter? Eigentlich können wir die paar Samurai-Einheiten, die wir schon ausgebildet haben, da runterschicken. Oder hier die Katana-Samurai. Also erstmal gucken wir mal. Ich glaube, die hatten Yari-Kavallerie. Na gut, also hier haben wir einige Einheiten. Dann nehmen wir die Katana-Samurai mit. Den Takeda Kanemune. Der ist ziemlich jung. Ansonsten können wir nirgendwo Truppen entbehren. Wir können welche rekrutieren. Die Sache ist, dass sie uns vielleicht jetzt angreifen. Ich weiß noch nicht wo. Aber dann würden wir jetzt wieder Ashigaru-Einheiten rekrutieren. Dann ziehe ich lieber die Truppen hier raus. Obwohl, nee, ich lasse es mal so. Also, es macht keinen Unterschied, wo sie angreifen. Wir werden sie auf jeden Fall wieder zurückschlagen. Genauso sieht es auch mit den Shoni aus. Und ich denke mal, dass das jetzt die letzte Invasion von denen gewesen ist. Wir können jetzt sogar unsere Mission hier erfüllen. Eine beliebigere Provinz einnehmen. Okay, das können wir jetzt machen. Wir haben noch ein bisschen Geld zum Bauen. Bauen wir den Handelshafen aus. Gut. Ich glaube, die Shoni greifen uns an. Ja, sie greifen uns an. Okay, es sieht vielleicht doch schwieriger aus. Ich würde sagen, wir verschieben das dann aufs nächste Mal. Ja, das schaffen wir nicht. Aber wir können sie auf jeden Fall stark dezimieren, sodass wir später dann die Region leicht einnehmen können. Also, wir können ihnen auf jeden Fall großen Schaden anrichten. Also würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.